Wir machen heute weiter mit dem zweiten Competition-Parcours. Und zwar werde ich erstmal wieder in der Ego-Perspektive reiten, in der normalen Perspektive reiten, Third Person. Und dann versuchen wir es auch noch in der Ego-Perspektive. So, Sprung Nummer 1 passt schon mal. Sprung Nummer 2 passt auch. Und jetzt geht es ja hier hinten rum. Oh nee, da sind Kisten drunter. Verdammt. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich schon weiß, dass es hier hinten rum geht. Ich hatte erst überlegt in der ersten Aufnahme, ob ich alle Parcours hintereinander wegreite. Und dann habe ich es mir aber doch anders überlegt. So. Ja. Okay. Ich glaube, ich reite nochmal komplett außen rum, weil so hat das gerade nicht wirklich Sinn. So. Also. Das war jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders. Das ist gar nicht so leicht. Ich wollte eigentlich schon sagen, okay, ich glaube, das ist ein bisschen leichter, aber tatsächlich ist es schwerer, als ich zunächst vermutet habe. So. Das war doch... Ach, verdammt, den hätte ich gar nicht mehr... Ja, das ist natürlich blöd. Da muss ich aber auch sagen, da würde ich mir wünschen, dass sie das so ein bisschen anders noch macht. Weil das ist eigentlich... Den reitest du normalerweise nicht mehr einzeln an. Den reitest du eigentlich... Dann in Kombination mit dem ersten nochmal an, aber gut. Ich glaube, da hatte sie auch schon mal geschrieben, das wollte sie ja mal noch so ein bisschen anders machen. Okay, ich bin zufrieden. Solange nur eine Stange fällt, ist alles gut. Wo ist denn Hindernis Nummer 6? Okay, wir gehen es nochmal an. Diesmal sogar gut durchgeritten. So, wo ist Hindernis? Das ist Hindernis Nummer 6. Ach Gott. Was eine Wendung. Und jetzt hier 7. Da bin ich aber nicht gut hin. Und dann ist da schon 8. Alter Schwede. Okay, das ist heftig. Das sind hier quasi, das sind Schlangenlinien durch die Bahn, die wir reiten müssen. Ja, wenn das Pferd da nicht an Hilfen steht, hast du ein Problem, möchte ich behaupten. Und da hinten jetzt 9. Oh, da bin ich auch wieder schlecht hingekommen. Nee, das muss ich nochmal neu anreiten. Ich reite lieber jetzt hier eine schöne, große, gebogene Linie und reite es gescheit. So, 1, 2, 3. 3 passt perfekt. Ach nee, wir müssen rechts rum nach der 10. Ach du Schande. Ah, da oben ist die 13 drauf. Und da ist die 14. Ich weiß es nicht, ob er da Angst gehabt hätte vor den Büschen, aber wir versuchen es nochmal. Wow, Best Score. Das will ich jetzt auf jeden Fall nochmal besser hinbekommen, bevor wir in die Ego-Perspektive gehen. Hier, das muss erstmal sitzen. Die ist ja direkt mit ein bisschen mehr Schwung reinstarten hier auf der ersten Linie. Oh, perfekt. So. Zack. Zack. So, jetzt über die 5 drüber. Und jetzt müssen wir wieder gucken. Nicht zu schnell. Ah, das ist echt... Da dann auch noch passend hinzukommen. Leute, das ist tricky. Das ist echt tricky. Aber ich finde es ja gut. Ich freue mich mal über eine Herausforderung. Weil... Wow. Das war nicht so geplant. Weil ganz ehrlich, die meisten Spiele in dem Stil, die sind einfach... Die sind mir persönlich zu leicht. Ich finde, das ist keine... Keine richtige Herausforderung. Eieieiei. Und das hier finde ich eigentlich ganz gut, aber ich starte nochmal neu. Okay, wir setzen hier wieder ein. Oh, da war ich ein bisschen, da hatte ich ein bisschen zu wenig Schwung. Aber ich bin so gut durchgekommen wie bislang noch gar nicht. Oh, hoho. Gut gesprungen, Spot. Ach, verdammt. Ich habe schon wieder vergessen, wir müssen ja nach rechts. Ah, das ist echt aus dieser Kurve. Hallo, ich habe den linken Schenkel dran. Boah. Bring mich nicht in Schwitzen, Pferd. So,
Hindernis Nummer 13, dann da oben am Hügel. Also bislang ist es okay, wie wir unterwegs sind, würde ich sagen. So. Oh nee, eigentlich so ein leichter Sprung und den reite ich dann so Banane. Ah, das ist echt gar nicht so einfach. Naja gut, wir versuchen das jetzt einmal in der Ego-Perspektive und gucken mal, was dabei rumkommt. Es kann ja nur besser werden. Hoffe ich zumindest. Also, hier, Ego. Zack, und auf geht's. So, da hat er Schwung, da ist er an. So, und jetzt, Oh ja, das wurde ein bisschen zu weit, das habe ich gemerkt. Hä, warum? Ey, da bin ich gar nicht so dumm hingeritten. Okay, wir reiten auf jeden Fall nochmal außen rum. Boah. Hä, das war doch gar nicht so schlecht. So, aus der Ecke raus. Oh. Da ist die 6. Alter, das ist verdammt schwer. Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl aber, dass es seitdem ein Problem, entweder bin ich das oder ich habe das Gefühl, dass ich... Oh, das war aber gut. Jetzt nimmt er wieder den rechten Schenkel nicht an. Ich habe halt wirklich, ich habe die rechte Maustaste gedrückt, aber er geht einfach. Ich drücke A und ich habe die rechte Maustaste geklickt, aber er geht einfach nicht rum. Und das verstehe ich nicht. Boah, also es ist möglich, die Wendung, aber die ist richtig, die ist brückenschwer. Und er geht wieder nicht rum. Ey, das gibt's doch nicht. Also das verwirrt mich jetzt. So, jetzt hier Strich weiterreiten. Jetzt können wir 13, 14 noch machen. Ups. Ding, ding. Ja, der letzte Sprung war gut. Okay, also es hätte schlimmer sein können. Einen Versuch starten wir auf jeden Fall noch. Ah, Mann, das gibt's doch nicht. Menschenskinder hier. So. Nicht gut, aber selten. Es ist zum Kotzen. Was tue ich denn hier? Mann, ey. Wer hat mitgezählt? Der wievielte Versuch war das jetzt? Oh mein Gott. Ja, war auch wieder Kacke hingeritten, aber na gut, besser so als Verweigerung. Oh. Und jetzt meckert er gleich wieder. Du darfst aber den dritten nicht mehr mitmachen. Mann, Galoppian! Grrr! Das hat jetzt gerade schon Maus gegen die Wand Klatschpotenzial. So. Oh. So, ich versuch's wenigstens nochmal so. Ich könnte es natürlich auch mit dem leichten Springmodus versuchen, ja, aber dann ist halt die Herausforderung weg. Aber ich will es wenigstens so mal hinbekommen. Guck mal, allein wie schwer die erste Distanz ist, wenn du das nicht von außen siehst. Das finde ich halt echt, also es ist echt... Also aus der Ego-Perspektive finde ich es echt schwer im perfekten Springmodus. Ups, im schweren Springmodus, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das ist ja gut. Auch wenn ich mich da jetzt noch so drüber ärgere. Das war jetzt aber gut. Aber ich fände es ja blöd. Da muss ich jetzt so rumreiten. Ich fände es ja blöd, wenn es zu leicht ist. Dann lieber so ein paar Mal den in die Tischkante Beiß-Moment haben. Aber dafür halt eine Herausforderung. Das ist mir lieber, als dass es viel zu leicht ist.
okay, das verstehe ich jetzt. Das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Das ist mir lieber, als wenn es zu leicht ist und das Spiel dann halt total schnell, total langweilig wird. Also dann lieber ein bisschen frustrierend. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber ich bin da definitiv eher dieses Team. Ihr Lieben, das waren erst zwei Parcours. Mal gucken, was die anderen drei noch so hergeben beim nächsten Mal. Tschüss!